Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Austria Wien gewinnt gegen den WRC mit 2:1 und feiert schon den 5. Sieg in Folge. Ich freue mich, neben mir wieder unseren Cheftrainer Manfred Schmidt begrüßen zu dürfen. Wir beginnen wie immer mit einem kurzen Eingangsstatement und bitten dann um eure Fragen. Ja, Manfred, wie fällt dein Resümee aus? Ja, es war wie erwartet ein richtig schweres Spiel gegen einen starken Gegner. WRC ist wirklich eine richtig gute Mannschaft, die spielerisch stark ist, die uns alles abverlangt hat. Wenn man die erste Hälfte hernimmt, haben wir richtig gut ins Spiel gefunden, sind meiner Meinung nach, wenn auch glücklich, verdient in Führung gegangen, haben dann einen Ausgleich bekommen, durch einen Stellungsfehler abgefälscht noch dazu. Zweite Hälfte war es dann so, dass wir relativ früh wieder in Führung gegangen sind, aber dann hat eigentlich der WRC für eine lange Phase das Kommando übernommen, da hat man gesehen, welche Qualität in dieser Mannschaft steckt. Aber unsere Mannschaft hat gut verteidigt, wir haben dann umgestellt auf eine Fünferkette. Schulzengeier hat das richtig gut gemacht da im Zentrum, der hat alles verteidigt, rausgeköpft. Und ja, aber am Ende bin ich ein bisschen enttäuscht über diese vergebenen Torchancen, diese Konterchancen, was wir ausgelassen haben. Wir hätten das Spiel viel früher für uns entscheiden können und mussten so bis zum Ende zittern. Was mir noch ein Anliegen ist, Lokoschwili, nur das Beste von unserer Seite, von Seite Austria Wien. Wirklich schade, auch eine schwerere Verletzung erlitten, habe ich gehört, und wir wünschen nur gute Besserung. Danke, Manfred. Jetzt bitte um eure Fragen. Ralf, komm mit dem Mikrofon. Peter Glöber, Kronenzeitung. Manfred, auf gut Wienerisch sagt man, wenn man einen Lauf hat, dann läuft's. Siehst du deine Mannschaft jetzt in so einer Phase drinnen, wo sie auch sich überwindet zum Teil, weil sie ein bisschen platt gewirkt hat, komischerweise? Ja, ich habe eigentlich in einer Phase in der ersten Hälfte das Gefühl gehabt, dass der WRC Probleme hatte. Das ist uns dann in der zweiten Hälfte passiert, aber man darf auch nicht vergessen, die Umstellungen, die wir machen mussten. Wir konnten auch nur Spieler bringen, so wie ein Weser De Marco, der lange nicht mit der Mannschaft trainiert hat. Wir hatten diesmal, bitte? Ja, Huskovic hat von Beginn an gespielt und hat dadurch körperliche Probleme bekommen am Ende. Aber wenn man schaut, wie die Mannschaft gekämpft hat, wie einer für den anderen gerade steht und wie sie dann Dinge umsetzt, auch wenn der eine oder andere fehlt, das ist schon überzeugend. Und das Wichtigste ist einfach, dass die Mannschaft daran glaubt, an diese Dinge, die wir ihnen vermitteln und diesen Weg, unseren Weg unbedingt gehen möchte. Und das merkt man in jeder Aktion. Ja, Stefan Oellerer. Mir ist aufgefallen, beim 2:1 Führungstor, nach dieser Standard war der Jubel besonders groß beim Trainer. War das deswegen, weil wir am Freitag noch gesprochen haben, die Standards ist ein kleines Problem der Wien Austria? Ja, auf jeden Fall. Also wir beschäftigen uns sehr, sehr viel damit. Beginn der Saison hat man es gesehen, dass wir sehr, sehr gefährlich waren. Jetzt haben wir eine Phase gehabt, wo es nicht so funktioniert hat. Auch in der Halbzeit noch einmal angesprochen, weil wir die Bälle weg vom Tor getreten haben und ich einfach der Meinung bin, dass wir zum Tor einfach gefährlicher sind, auch wenn es ein Spieler mal nicht berührt. Aber das haben wir dann umgestellt und einfach von der Überzeugung und wie die Spieler dann einlaufen, mit welcher Willenskraft, das zeigt sich dann immer wieder, ob ich zum Ball komme oder nicht, weil der Ball ist ja doch lange in der Luft und wenn dann der Tormann im Bereich von 10 Metern niemand steht oder ein Spieler den Ball wegköpft, dann ärgert mich das schon, weil die Zeit da ist, dass ich zumindest in die Nähe komme. Und da müssen wir einfach noch besser werden. Aber die Qualität von Schützen und in der Mitte drin haben wir natürlich. Wie schaut es bei der Gefühlswelt des Trainers aus, wenn man zum Beispiel diese Chancen, die nicht ins Tor gehen, dazuschauen muss? Wie geht es einem da? Ja, ich habe selber als Spieler diese Chancen nie erlebt, weil ich da nie hingekommen bin, aber grundsätzlich ist es schon sehr, sehr bitter, wenn du dann draußen stehst und eigentlich hundertprozentige Torchancen vergibst. Wir sind teilweise 2-1 runtergelaufen, 3-2 und haben das nicht gut ausgespielt. Aber das Schöne daran, wir haben wieder was, das wir besprechen können, das wir bearbeiten können. Und wenn du dann das Spiel gewinnst, ist es okay. Aber wenn wir es nicht drüber gebracht hätten, dann hätte ich schon ein Problem damit. Aber wir werden das natürlich deutlich ansprechen, weil da Dinge passieren, wo man Bälle einfach besser spielen muss oder konzentrierter im Abschluss sein muss. Alexander Strecher vom Kurier. Würdest du sagen, es ist jetzt angerichtet fürs Derby? Beide haben gewonnen. Im Prinzip gibt es eine große Vorfreude die ganze Woche, oder? Ja, auf jeden Fall. Also macht richtig Spaß. Wir werden dort ausverkauftes Haus haben. Ich habe es ja schon gesagt, die werden nicht alle für uns sein.
Aber wir werden die Jungs vorbereiten auf dieses Spiel. Wir werden sich fokussieren. Und ja, jeder, der selber da schon mal gespielt hat, weiß, es ist scheißegal, ob die für dich oder gegen dich schreien. Das motiviert, das ist eine geile Stimmung. Wir erleben das jetzt schon seit Wochen hier mit unseren Fans, wo die Mannschaft mit den Fans eine Einheit geworden ist. Und genauso werden wir dort wieder auftreten. Wir wollen das Spiel gewinnen. Und ja, wir kommen mit 5 Siegen im Rücken. Wann das letzte Mal passiert ist, wahrscheinlich zu meiner Zeit. Ja, da waren wir öfter mal Erster auch. Aber das macht Spaß und es ist richtig schön zu sehen, wie die Jungs alles dafür geben, um erfolgreich vom Platz zu gehen. Ja, Peter Köbel, nochmal von der Kronenzeitung. Du, Manfred, es haben heute doch ein paar gefehlt, wo du Freitag noch Fragezeichen gehabt hast. Jukic, Fischer, auch Vucic, wo nicht. Wie schaut es da aus mit dem Status Richtung Derby? Also Fischer gehe ich davon aus, der war einen Tag im Spital, Magen-Darm-Geschichte, Gott sei Dank dürfte das für nächste Woche kein Problem werden. Vucic, weiß ich noch nicht, die sind krank, Ivkic ist krank, Jukic hat Probleme mit der Fersenprellung. Habe ich eigentlich gedacht, dass das diese Woche schon funktioniert, der hat dann gestern das Training abgebrochen. Da traue ich mir keine Prognose zu, aber wenn die alle zurückkommen, Müll da gesperrt ist, dann, ja, dann haben wir schon eine gute Mannschaft beisammen und werden wir schauen, wie wir dann aufstellen. Gibt es noch weitere Fragen? Wir sehen jetzt keine Handzeichen mehr, dann sagen wir Danke an die Zuseherin von Viola TV und Danke an die Medienvertreter und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay.